Einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einem weiteren Vlog, einem ganz speziellen Vlog, denn in diesem Vlog geht es um das Thema Indien. Wir packen hier gerade und fliegen dann für eine Woche nach Indien. Kurze Einweisung für diejenigen, die das Bootcamp noch nicht kennen. Das ist eine Mischung zwischen Fotoreise und Workshop. Mit 13 Teilnehmern geht es jetzt nach Indien, um Abenteuer zu erleben. Wir fotografieren sau viel, wir unterhalten uns sehr viel, wir tauschen uns aus. Es ist viel geplant und darum geht es in diesem Vlog. Deswegen wird der Vlog auch wahrscheinlich ziemlich lange gehen. Ich werde filmen, was das Zeug hält. Ja. Lehnt euch zurück, holt euch eine Tüte Chips. Holt euch eine Tüte Karotten, ja, ein stilles Wasser und George ist schon da, Christoph ist schon da und ich habe mir gedacht, in der ersten Sequenz quatschen wir mal ganz kurz über das Gepäck, ja, weil da immer viele fragen, was nehmen wir mit und so weiter. Wir haben jetzt die drei Koffer gepackt, wir haben 23 Kilo, ja. Was Fotoausrüstung angeht, nehmen wir eine Firefly mit, die ist bei mir schon im Koffer. Wir haben einen Systemblitzadapter für Aufsteckblitze, ein paar Reflektoren haben wir noch dabei. Also an Kunstlicht haben wir dieses Mal nicht so viel dabei. Der George hat, glaube ich, noch ein bisschen Videolicht dabei, hat Ton-Equipment dabei und Indien. Ich sehe, ey George, du hast mehr wie ich, Alter, was geht denn ab? Die Powerregel. Alter, war da jetzt irgendwo was zwischendrin, was ich nicht sehen darf? Nö, eigentlich nicht. Dildo oder so? Nee, hier ist meine geilen Unterhosen. Deine was? Meine geilen Unterhosen hier. Die geilen Unterhosen. Nee, alles nur Zeug, das wir wirklich brauchen. Mein Rucksack ist auch schon vollgepackt. Ich habe auch einen Haufen Powerriegel dabei, getrocknetes Hühnerfleisch, aber das ist jetzt halt auch speziell wegen Indien. Fotoausrüstung, ich habe die große Kamera dabei, die Canon 5D SR und das 16-35, das 85mm 1.2 und das 24-70. Ja, das ist so ein bisschen für alle, für die Art der Fotografie, wo ich ein bisschen Zeit habe. Und für die Street-Aufnahmen, für unterwegs, habe ich mal eine OMD EM5 MK2 zum Testen mit einem 12-40 Objektiv 2.8. 45mm 1.8 und was waren das andere? 17mm 1.8. Ja, muss man immer doppelt rechnen, die Brennweite. Okay. Rucksack ist voll mit dem Gepäck. Wir dürfen 23 Kilo mitnehmen. Wir kommen eigentlich alle hin. Ja, alle genau ausgelastet. Rucksäcke dürfen eigentlich nur 8 Kilo, oder? 8 Kilo wiegen. Meine hat jetzt 10. Ja, da sind wir alle so ein bisschen drüber. Aber das wird eigentlich in der Regel nicht so arg kontrolliert. Was eine geile Geschichte ist, und das hat der Christoph mal gesagt, der hat gesagt, nehmt eine Handtasche mit. Ja? Das muss ja jetzt also keine pinkfarbene Handtasche sein, weil alles, was am Körper getragen wird, wird nicht gewogen. Also das kann man mit ins Flugzeug nehmen. Ne? Und ich habe es jetzt auch so, ich habe für F-Stop, gibt es oben eine Einlage für den Rucksack, für den großen, ne, wo du auch Zeug reinpacken kannst, das kannst du aber rausnehmen. Das heißt, da habe ich eine Kamera drin, noch ein bisschen Kleinzeug und das nehme ich dann mit an den Mann. Und alles, was am Körper hängt, ja, also nimmst du einfach vom Rucksack was raus, dann wird der ein bisschen leichter und dann kannst du das am Körper hängen. Und das ist eigentlich auch ein geiler Tipp. Okay, das waren die ersten 3,5 Minuten und ab jetzt zücke ich immer dann die Kamera, wenn ich denke, es könnte interessant sein. Jungs, seid ihr bereit? Bereit. Wir haben jetzt gleich, wir gehen zum Flughafen, treffen dort die ganzen Teilnehmer. Dann 8 Stunden Flug und dann kommen wir dort um 0.30 Uhr an, checken kurz ein, checken morgens wieder aus und dann erstmal 5 Stunden nach. Indien. Nee, wenn wir dort. Alter! Nein, wenn wir dort sind, die ersten 5 Stunden, da sind wir doch schon in Indien. Ja, nach Rajasthan fahren wir dann weiter. Wie? Nach Rajasthan. Nach Rajasthan. Alles klar, wir lassen uns überraschen. So Leute, wir sind am Flughafen angekommen und zu uns gestoßen ist Jörg. Jörg, wink mal. Da hinten ist er, der Jörg, der auch schon beim Bootcamp in Dubai dabei war. Und jetzt schauen wir mal, dass wir einchecken. So sieht jemand aus, der gerade Probleme hat am Schalter, mit dem Visum. Christoph, musst du da bleiben? Ich schwitze ein bisschen gerade. Das war der Einzige, der ein elektronisches Visum hat und jetzt hängen wir hier gerade. Oh oh, oh oh. Das sind die Momente, wo die Raumtemperatur. Es kommen immer mehr Teilnehmer dazu. Schaut euch mal einen Konrad an. Mit Hollywood
Na. In Bollywood. Wie geil. Hi. Ich habe gerade was entdeckt, hey, das habe ich so auch noch nicht gesehen hier. Überall am Flughafen entlang sind diese Feldbetten. Ja? Also ewig weit, bestimmt 100 Feldbetten, wo es Leute drauf chillen. Hier zum Beispiel, die übernachten hier, die schlafen hier, weil der Flug 20 Stunden Verspätung hat. Dann legen die sich da einfach jetzt hin. Was ist deine beste Zeit? 16 Sekunden. 16 Sekunden. Ey, voll der Freak da mit diesem Zauberwürfelkack. Kennt ihr die Typen, die den ganzen Tag nichts anderes machen? Ich habe ihm eben gerade den Würfel gegeben, völlig durcheinander gemacht. Eben gerade war er so bei 2 Minuten. Es gibt ja auch Typen, die sind wenige Sekunden. 16 Sekunden ist dein Rekord. Du weißt jetzt gleich, wann du fertig bist, ne? Obwohl... Ja, ungefähr, warte, 15 Sekunden noch. Noch 15 Sekunden, sagst du. Das werden wir noch einmessen. Kannst du. Ist es nervös, gell? So, jetzt 5 Sekunden noch. Noch 5 Sekunden, sagt er. Also ich habe wirklich völlig verstellt. Fertig. Oh, was ein Freak, Alter. Also, Leute. So, Boarding, wink mal alle. So sehen sie noch aus, davor. Warte mal ab, wenn ihr um 4.30 Uhr aufsteht, erstmal Frühsport morgens hier. 4.30 Uhr? Können wir auch schlafen? Da siehst du das Ende gar nicht, weil der so eine Biegung hat. So. Ist groß, gell? Also wir haben richtig viel Platz hier. Keine Ironie. Mit welchem Flug? A380, ne? Bordsystem hier. Und George hat einen Fensterplatz. Zeig mal deinen Fensterplatz. Hier, guck mal, da, Fenster. Wer ist jetzt hinter uns? Auch Bootcamp-Teilnehmer hier, jawohl. Heino, Mario, hallo, hallo. Und Claudia. So. Übrigens hat sie eine USB-Ladebuchse. Hier. Hm, mal gucken, ob die funktioniert. Also Leute, was für Filme habe ich jetzt dabei? Wir haben Mad Max dabei. Wir haben Priest dabei. Priest, ja. Under the Dome-Serie habe ich noch. Inception guckt er, was haben wir noch? Die Verurteilten, nee, die Unfassbaren habe ich noch. Ja. Ah, von Arnold Schwarzenegger, die Biografie als Film habe ich auch noch. So. Get down to the job. So. So Leute, ich habe Kreuzweh und deswegen werden wir jetzt nach oben gebracht hier. VIP, First Class. Kreuz hat mir wehgetan, ey. Leute, wir wurden gerade hochgeführt, ja, dass wir uns mal Business und First Class angucken können. Also nicht, weil mir der Rücken wehtut. Ich stehe hier, kommt so ein Steward an, ja. Ich quatsche mit dem ein paar Minuten, auf einmal fragt, ob ich mal früher in Waldorf Basketball gespielt habe. Was ein Kumpel, den ich zum letzten Mal vor 20 Jahren gesehen habe. Wir sind jetzt erstmal hier in die Arme gefallen, alle zwischen Business und First Class. Total abgespaced. Der ist jetzt gerade hier uns VIP-Getränke holen. Was hast du hier jetzt? Blue Label. Ey, so geil, ey. Sicher gelandet, war ein cooler Flug. Es wird gerade hier Geld gewechselt. Ich habe gerade 7.000 einheimische Währung, wie auch immer die jetzt gerade war. Ist schon nach 1 Uhr, gell? Also wir kommen ungefähr um 2 Uhr oder um 2:30 im Hotel wahrscheinlich an oder ins Bett. Und morgen früh geht's schon wieder los. Alter Schwede, gleich mal ein guter Start. So, wir machen den ersten Gesichtercheck, wer schon müde aussieht. Nee. So, wir gucken mal. Konrad lacht noch. Nicht so nah. Doch, Fischei-Effekt hier. Komm her. So, sieht jeder noch fit aus. Oh, alle noch gut gelaunt. Aber morgen früh nach dem Frühsport. Ja, Leute, das Begrüßungs-VIP-Ticket. So, Leute, Tag 1 in Indien. Wir haben eine 5-stündige Busfahrt, was natürlich echt anstrengend ist. Aber ich habe schon aus dem Bus die erste halbe Stunde schon so viel rausfotografiert. So viele krasse Motive. Ja, hier ist das Leben echt anders. Also lohnt sich definitiv. Ja, und wie gesagt, sobald wir angekommen sind, heute ist so eine Rikscha-Tour geplant. Ja, versuche ich hier und da noch ein bisschen mitzufilmen. Jetzt haben wir gerade eine Toilettenpause und dann geht es weitere 2 Stunden Fahrt und dann sind wir irgendwann angekommen.
So, wir sind jetzt gerade beim Essen. Und der Einzige, der traditionell mit Händen isst, ist der Christoph. Los, schieb rein. Los. Ah, jawohl. Schmeckt viel besser, wenn ein bisschen Schmutz mit dran ist. George, zeig mal deinen Vertrag. Hey Leute, das ist jetzt wahrscheinlich vom Screenshot nicht zu erkennen. Der George hat einen Tarif, guckt euch das mal an. €20 pro Megabyte. George, schau, dass die E-Mails nicht aufgehen. Ich schicke dir jetzt ein Bild. Ich habe einen ganz anderen Tarif, meiner ist voll angenehm, aber seiner 20 € pro Megabyte. 1 und 1, oder? Ne? Nicht nur schlechtes Vodafone. Jetzt können wir nur 1 und 1 setzen. Alter, was ein Theater. Guckt es euch an, ey. Ist das eine Schreierei? Der George und ich, wir haben nicht zusammen in einen reingepasst. Ich habe jeder einen einzelnen genommen. Auf geht's jetzt. Hier. Hey Leute, ich will ja nichts sagen, ja? Aber so mittendrin mit diesem Rikscha. Hat schon Lifestyle. Wow. So Leute, jetzt sind wir mit den Cheeps. Jetzt sind wir mit den Cheeps unterwegs hier. Ey, und da vorne sitzt einer, Leute. Der hat so Haarbüschel aus dem Ohr raus. Gott sei Dank versteht er mich nicht. Jawohl, versteht Deutsch. Was soll ich da los sein? Boah, fuck. Leute, ich war schon an vielen Aussichtspunkten, ja. Aber das hier ist einer der krassesten, die ich je gesehen habe. Das kommt jetzt hier gar nicht so rüber. Ja. Alter. Ey. Viele Häuser von oben. Ey, das ist übel. Leute, hört euch mal das Gebete an. Die ganze Stadt betet in den Sonnenuntergang hinein. Hört ihr das? Warte gleich. Ach, jetzt fertig. Halb 9, Leute, ein langer Tag. Jetzt gibt es erstmal Abendessen und ich habe gerade hier mal eingecheckt. Das hier ist mein Zimmer. Das, also ist für indische Verhältnisse schon sehr krass, ja, wo ich da jetzt untergebracht bin. Gebt euch jetzt mal das hier, Achtung. Ich überlege gerade, ob ich sparen soll. Das ist schon eigenartig hier. Ja, irgendwie ist das früher mal ein Palast gewesen und das haben sie irgendwie umgebaut in ein Hotelzimmer. Ja, ihr seht, ich bin müde. Ja, deswegen jetzt noch kurz was essen und dann geht's pennen. Leute, für mich geht gerade ein Traum in Erfüllung. Ich wollte schon immer mal mit dem George auf dem Elefanten reiten. Schade, den sieht man gar nicht hier. So, boah. George, das war schon immer mal mein Traum. Ich meine auch. Mit dir, ja. So romantisch in den Sonnenuntergang auf dem Elefanten zu reiten. So, wir sind jetzt an so einem alten Palast. Keine Ahnung, was es ist. Cruisen hier gerade rum. Haben auch ein paar schöne Porträts mit natürlichem Licht erstellt. Ist schon abgefahren hier. Hier hinein in die Höhle. Nee, da waren wir schon, oder? Nee. Ich nicht. Hey. Hör auf. Wer bin? Wenn du ihn anbrüllst, springt er mich an. Hey. Hallo. Hi. Guck. Ja, wir sind so viele, gell? Okay.
Alter. Oh. So Alter. Also Leute, ganz ehrlich, wenn ich hier wäre, ja, ich würde es nicht glauben, was da abgeht. Hört euch mal das Theater an. Guckt euch das mal an. Ist schon krass, oder, was da abgeht. Wir sind tausendmal angequatscht. Muss auch weiterlaufen. Die können auch fast alle Deutsch. So ist Indien her, alter Schwede. So, in Dubai war es ein Kamel, hier ist ein Elefanten. Aber wenn du dich dran schmiegst, geht das? Muss nicht sein, wenn es nicht geht, geht's nicht. Kein Druck, Claudia. Zwei Kameras. So, Workshop-Time. So, ich wollte mich mal wieder kurz zu Wort melden. Wir sind mal wieder mit dem Bus unterwegs. Auch wenn es nur ein paar hundert Kilometer sind oder vielleicht auch nur 100 Kilometer, ist man meistens oft mehrere Stunden unterwegs. Wir fahren jetzt im Prinzip weiter nach Agra, um dort dann Taj Mahal und andere Sehenswürdigkeiten zu fotografieren. Jetzt gerade haben wir hier einen Stopp eingelegt. Indien ist generell, egal wo du hingehst, dreckig, runtergekommen. Ja. Also ist schon Wahnsinn, ist schon so ein krasser Schock, was hier abgeht. Also hier liegt wirklich überall Müll rum, wird irgendwo hingeschmissen. Das ist schon Wahnsinn, wie die Menschen hier leben. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, dass sie unglücklich wirken, könnte jetzt aber auch nicht sagen, dass sie glücklich werden. Also ja, ich glaube, die werden da reingeboren, die kennen das nicht anders. Also das ist schon Wahnsinn, ne? Also gerade wenn man jetzt mal hier irgendwo hingeht, guckt euch das mal an. Ja, das sind Toiletten, ja, da hinten. Aber da drin gibt es auch ein cooles Restaurant, ja, das sieht wesentlich gepflegter aus. George wollte gerade aufs Klo gehen. George. Ja? Wie ist es? Gut. Gut. Aber ich war schon auf dem Klo. Nee, macht schon Bock, ja. Also ist schon eine mega Erfahrung. Also ich kann Indien jedem nur ins Herz legen. Ja, ich filme ja noch ein bisschen. Ne? Wir haben ja noch. Heute ist gerade mal Beginn Tag 3 von Tag 6. Ja? Also zwei Tage schon rum und ich habe das Gefühl, wir sind schon eine Woche unterwegs. Ist der Wahnsinn. Bevor ich einen Anschiss kriege, ich sag's gleich, hier liegt Pizza. Ja? Lieber Andreas, mein Personal Trainer, ich hatte überhaupt keine Möglichkeit. Ich muss jetzt schon wieder los. Ja? Deswegen, Christoph hat eine Pizza besorgt. Ja? Und wir gehen jetzt ins Taj Mahal, da kann ich die Kamera leider nicht mitnehmen. Videokameras sind nicht erlaubt. Ja, neues Hotel. Ich kriege jedes Mal die Suite, die habe ich gar nicht verdient. Guck mal, hier ist mein Schlafgemach. Und da werden wir morgen People-Fotografie machen. Richtig geile Beauty-Porträts erstellen. In so einem langweiligen Raum nur mit Aufsteckblitzen wird richtig geil. Okay, Leute. Ey, ich muss schon wieder los. Liebe Grüße. Ach so, ihr seht das Video erst, wenn ich zu Hause bin. Aber egal. Ab zur nächsten Sequenz. So, ich habe mal wieder eine kleine Sequenz für euch. Wir sind gerade hier in meinem Hotelzimmer. Ich habe ja, glücklicherweise eine Suite bekommen. Deswegen haben wir ein komplettes Zimmer nur zum Fotoshooting für morgen für die Teilnehmer. Wir bereiten gerade ein Set vor. Total abgefahren. Von vorne eine Firefly. Ja, mit so einem Aufheller. Und wir sind hier ganz normal vor so einer gelben Wand. Ja, also nichts Besonderes. Aber was auch geil ist, das müsst ihr euch jetzt mal hier geben, ein weiterer Aufsteckblitz durch eine Toilettenrolle, damit hinter ihr ein Spot entsteht. Und das ist das Bild, was rauskommt. Ich weiß gar nicht, ob man das so erkennen kann. Ja, sieht jetzt ein bisschen überbelichtet hier aus, aber wir haben einen richtig geilen Spot im Hintergrund, das sieht aus, ja. Wahnsinn, man denkt gar nicht, dass es hier so mit Low Budget alles entstanden ist, wobei, ja, Aufsteckblitze, so ganz Low Budget ist es ja nicht mehr. Ja, kurzer Einblick und bis zur nächsten Sequenz. Kurz vor 6 Uhr, wir sind auf der gegenüberliegenden Seite vom Taj Mahal und werden da versuchen, coole Bilder zu erstellen. Mal schauen, wie das Licht uns unterstützen wird. Aber mit Melanie geht gar nichts schief. Die macht es schon. Rechts. Ja, in der Mitte.
Ja, ich, guck, jetzt bin ich schon wieder den Jungs hinterhergelaufen. Mit ja. Melanie geht gar nichts schief. Mit Melanie Dank. Geht gar nichts. Weg war sie. Ah ne, da hinten ist sie wieder. Haben wir Glück gehabt. So, für all diejenigen, die mit dem Gedanken spielen, hier gegenüber vom Taj Mahal zu fotografieren in einem Garten. Das ist möglich, aber hier ist ein Zaun. Da vorne ist nochmal ein kleiner Zaun. Hier laufen Wachen rum. Also du kommst nur bis hierher. Ja? Ich wechsle mal ganz kurz hier die Perspektive von der Linse und dann seht ihr ungefähr, wie das von meiner Perspektive aussieht. So Leute, das ist in etwa die Perspektive, die ich hier habe. Ja, man kann natürlich noch ein bisschen näher heranzoomen. Von da hinten geht die Sonne auf. Das heißt, man hat keinen Sonnenuntergang, sondern nur die Lichtstimmung vom Sonnenaufgang natürlich. Genau. Also, so sieht es aus. So, wir sind gerade in einer Sehenswürdigkeit, die heißt Agra Fort, glaube ich. Und richtig geile Kulissen hier. Ja, mit Architekturaufnahmen tue ich mich hier echt schwer, aber ein reines Texturenparadies. Also was ich hier Texturen fotografiere und so geile Texturen, der absolute Wahnsinn. Also ich denke echt darüber nach, irgendwie so ein 10-Euro-Paket zu machen mit Tutorials und den Texturen, wie man die einsetzt und was man damit alles machen kann. Ja, ist ein bisschen Arbeit, aber ja, schauen wir mal. Mein neues Stammlokal, Pizza Hut. Leckeres deutsches Essen. Naja, kein deutsches, aber typisch für uns. Hallo zusammen, hier ist der Christoph. Ja, jetzt gerade mit Calvins Legria, die habe ich jetzt gerade hier im Nebenzimmer gefunden. Der Calvin ist hier gerade nämlich nebenan. Schau doch mal, was ist denn da passiert? Namaste. Na, mit Calvin Bollywood und mit dem Tutorial, wie man blonde Frauen, wie man blonde Mädchen fotografiert, mit der Profi-Ausrüstung. Bis du es kapierst. Hier, Leute, einfach mal einen Eindruck. Gibt es da hinten irgendwelche Initiative gegen Luftverschmutzung? Ja, gibt es. So, wir sind wieder unterwegs. Nach Delhi. Ich filme hier einfach mal so ein bisschen aus dem Fenster raus. Ja. Sind, die werden gefördert. Delhi zum Beispiel. In Delhi erstmal die Fahrzeuge, die über 10 Jahre alt sind, sind in Delhi überhaupt nicht erlaubt. Das ist gegen Luftverschmutzung, weil die 10 Jahre ältere Fahrzeuge wegen Luftverschmutzung haben. Dann kommerzielle Fahrzeuge in Delhi sind mit Diesel und Benzin nicht erlaubt. Ich filme nochmal in Delhi. Hier ist nicht so viel los. Das heißt, so Leute, wir sind jetzt am Stadtrand von Delhi. Wow. Absoluter Wahnsinn hier. So Leute, wir sind jetzt in einem Hilfsprojekt. Das Projekt nennt sich Projekt Y. Und hier werden wir jetzt auch gleich noch mehrere Filme drehen. Unter anderem ein Tutorial, aber auch nochmal ein extra YouTube-Video mit einem Aufruf, um dieses Dorf dann oder diese Einrichtung zu unterstützen. Aber nur schon mal ein kleiner Einblick auch für diesen Vlog. Ja, wir sind jetzt hier 2 Stunden unterwegs, können hier alle fotografieren, Kinder, wie die hier leben. Sehr, sehr spannend, sehr, sehr interessant. Und wie gesagt, gleich drehen wir noch ein paar Videos, aber das ist dann extra auf YouTube und dann noch später bei FotoTV, um dieses Projekt halt auch zu unterstützen. So, alle, hallo! Die sind total fasziniert, die sind total baff. Hier in Indien wirst du auch überall angesprochen, ja, weil du halt ein Tourist bist. Hallo! Hallo! Ja, echt cool. Ja. So Leute, Video-Selfie. So Leute, die Schule fängt jetzt gerade wieder an. Ich zeige euch mal, wie das Ganze aussieht hier.
Das ist die Schule, das ist das Klassenzimmer. Da vorne ist die Tafel. So sieht das Ganze aus. Guck mal, wie schön und geordnet es ist, ey. Total vorbildlich. Alles total, die lieben Kinder. Wahnsinn. Hier, guys, Video. Video. Whoa. Whoa, whoa, whoa. Hotel Nummer 4, glaube ich, jetzt schon. Oder 3 hier, keine Ahnung. Wir sind jetzt in Delhi. Gerade angekommen. Kurz einchecken und dann mal schauen, was noch geht in Delhi. Leute, ihr glaubt es nicht. Ich bin jetzt im Hotelzimmer angekommen. Und nach mehreren Tagen, nach mehreren Hotelzimmern, habe ich jetzt endlich mal wieder ein Hotel hier, wo tatsächlich das Internet funktioniert. Wow, erstmal heute Abend fleißig schauen, was ich so die letzten Tage verpasst habe. Okay, hier geht jetzt nicht so viel, aber das Zimmer ist geil. Das sieht echt nice aus. Okay, ich setze mich jetzt erstmal ins Internet und muss mal gucken, hier, ob ein paar wichtige E-Mails dabei waren. Juhu! So, heute haben wir den Retuschetag. Ihr seht schon hier den Seminarraum aufgebaut. Und eine Sache ist echt beachtlich. Wir haben noch kein Hotel gefunden, wo es richtig gutes Internet gibt, aber dafür den geilsten Beamer, mit dem ich je präsentiert habe. Hier stimmt jede Farbe, jeder Tonwert. Das ist echt der Wahnsinn. Also das Seminar kann heute nur gut werden. Wir haben jetzt eine Kirmes gefunden. Schaut mal, wie schnell sich das Riesenrad dreht. Hey, da hinten ist ein Riesenrad, das ist Turbo. Der fährt mit sowas. Ganz schön krass. Leute, wir waren vorhin an der Straße gestanden, ruckzuck 10, 20 Leute außenrum, alle wollen Bilder, Hände schütteln. Ist echt krass. Wir haben gerade festgestellt, dass wir die einzigsten Weißen hier sind. Und unser Model natürlich hier noch strohblond. Ja. Hier guckt jeder. An das muss man sich auch erstmal gewöhnen. Wie gesagt, keine weißen Menschen hier, keine Touristen, nix. Und ja, jeder läuft mit, jeder guckt, jeder will Hände schütteln. Ganz schön krasse Nummer so. Aber die sind alle voll nett, also hoffentlich bleibt es auch so. So Leute, ich zeige euch jetzt mal, wie das aussieht. Und ob ihr es glaubt oder nicht, in 3 Minuten steht der ganze Platz hier voll. Wir haben uns jetzt hier mal ganz kurz hingestellt, weil da vorne so ein paar Polizisten sind. Da passiert dann nichts. Hello! 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 Say hello, Germany! Hello, Germany! Hello, Germany! Yeah. So, jetzt sind wir weitergefahren zum Indian Gate. Fotografieren hier ein klein wenig in den Sonnenuntergang. Ja, und die Blicke sind wieder bei uns überall. So ungewohnt. Wow, der letzte Tag wäre jetzt auch passé. Wir haben jetzt kurz nach 22 Uhr. Wir gehen jetzt zum Flughafen und dann geht es wieder Richtung Heimat. Morgen früh, Montag, kurz nach 9 landen wir dann in Deutschland. Das war eine so krasse Woche. Ja, also mit so viel Eindrücken. Ey, Indien ist so krass. Also ich freue mich jetzt wieder nach Hause zu kommen. Ich würde auch nicht länger bleiben wollen. Ja, manche, die können da 3-4 Wochen bleiben. Ich vermisse jetzt echt mein Zuhause, aber das war so krass. Also wenn ihr jemals die Chance habt, nach Indien zu gehen, einmal solltet ihr das echt tun. Ihr habt es ja gesehen in dem Video, die Eindrücke. Ich habe keine Ahnung, wie lang das Video ist. Ja, ich filme ja quasi noch.
Aber wenn ich zu Hause bin, schneide ich es dann, lade es euch hoch. Ja, ist ja schon passiert, ne? Ihr seht es ja. Mal gucken, ob ich später am Flughafen noch was filme, aber ich kann euch sagen, es war krass, das Bootcamp. Das nächste Bootcamp ist im Januar, Südafrika. Das ist noch nie ausgeschrieben worden, ist schon ausgebucht, ja, nur mit Vorfragen, Voranmeldungen. Dann geht's bald nach Zermatt in die Schweiz. Es wird ein bisschen günstiger sein, das Bootcamp. Und dann schauen wir mal, was noch alles passiert, ja. Aber so eine krasse Zeit, echt Hammer. So, wir sind jetzt schon im Bus, gleich Abfahrt. Einer hat das Bootcamp leider nicht bestanden. Stefan hat das Bootcamp leider nicht bestanden, er bleibt noch da. Stefan, wir sehen uns beim Bootcamp in Kapstadt. Da seht ihr ihn auch wieder. Bis dann. Bye. Aha. Nee, der bleibt noch ein bisschen. Der will noch ein bisschen mehr von Indien sehen. So, Leute. Jetzt geht's zum Boarding. Freut ihr euch schon auf zu Hause? Wir freuen uns alle auf zu Hause, 100%. Wenn einmal rot ist, dann ist immer rot, ne? Ja, ist keine Orange gekommen. So, Freunde, meine letzte Sequenz hier unterwegs mit Jörg noch. Den letzten Überlebenden vom Bootcamp. Roland, Thomas hinten. Christoph hat es auch noch geschafft. Der Rest, ja, mussten wir leider zurücklassen. Nein, war echt geil die Woche. Und ihr habt es ja gesehen, die ganzen Eindrücke. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und der nächste Vlog kommt dann wieder aus Deutschland. Ja, und im Januar geht es dann nach Südafrika. Freue mich schon.